Kann ich noch etwas für Sie tun, Commander? Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Ich dachte, die kann mir was sagen. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich habe vorhin Essen für nachher vorbereitet. Meine Hände riechen immer noch nach Knoblauch. Gut, wir haben fast eine komplette Knolle geschnitten, aber das ist ja egal. Ja, Commander, was kann ich für Sie tun? Ich möchte mehr über die Spectre. Nein, will ich nicht. Sie sind keine. Es ist nicht ganz einfach, für Frieden in der gesamten Galaxis zu sorgen. Der Rat bevorzugt die Mittel der Diplomatie. Erzählen Sie mir bitte mehr über Balafon. Bala ist ein Experte im Verschieben von großen Geldmengen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er ist ein Finanzschieber. Der sagt mir aber auch nichts Neues. Er macht nichts ausdrücklich Illegales. Aber er kennt alle Schlupflöcher. Seine Kundenliste ist beeindruckend. Kennen wir schon. Botschafter, Diplomaten und so weiter. Ciao. Vermutlich deswegen. Ich muss jetzt gehen. Ja, wirklich, ich muss gehen. Zu mir, wenn Sie Fragen haben. Oh, du sagst mir nichts Neues! Tja, irgendwie kann mir keiner weiterhelfen. Doch. Kannst du mir weiterhelfen? Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 1. Hier finden Sie viele Sehenswürdigkeiten wie die Zitadellbotschaften und das Haupt. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadellturm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hört sie mir drei Stunden lang, wie sie umherirrt. Ja! Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Letzten Samstag gesagt, du solltest mit Mass Effect 2 starten. Dann haut mich ran. Siehst du? Ich geh jetzt auf. Ja, ich hab ihn gezirkelt. Juhu. Das kann nur schlimmer werden. Also Andromeda auch noch, wenn es nach ran geht, ja. Da klaut er mir einfach meinen Stift. Richtige Entscheidung. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Oh. Der hat jetzt so lange gelabert, da könnte man das gar nicht richtig verstehen. Warte, warte, warte. Fahrstuhlmusik. Guten Tag. Guten Tag. Denken Sie wirklich, dass wir ihn da unten finden? Er spielte mir erst ein paar Runden Quasar vor der Übergabe. Fist wird sicher sauer, wenn wir den Kerl in seiner Bar hochnehmen. Das ist der Punkt. Er soll wütend werden. Wütende Leute machen Fehler. Fist hat etwas an sich, das mich nervös macht. Gut. Er ist ein gefährlicher Mann. Und jetzt halt die Augen offen nach unserem Zeichen. Was ist denn das Zeichen?
Schickes Kleid. Keeper. Schade. Dieser Fahrstuhl führt hinunter zu den Bezirken. Dort finden Sie Coras Nest, das Flux, die Märkte und die Krankenstation. Schickes Kleid. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Das Game, was nach Andromeda kommt, darf sie auch. Habe ich jetzt Zeug verraten, was nur intern bekannt ist? Von dir weiß ich das schon lange, dass da noch was kommt. Wo geht's hier hin? Keeper! Menno. Hallo. Was war das? Diese Tür führt zu den unteren Märkten. Durch die oberen Märkte hindurch und am Präsidium vorbei gelangt sie zur C-Sicherheitsakademie. Okay. Horror's Nest. Boah, welches von den beiden... Das ist sie. Was? Es gab doch zwei Discos oder so. Stirb! Das waren Sarens Männer. Cool. Ich glaube, wir haben sie, Commander. Dann wollte ich da in das andere. Ich will mich erst umgucken. La 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 la. Halt dann. La 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 la. Guten Tag. Spannend. Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Ich brauche immer Vorräte. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Hm. 62.000. Ich habe 1.400. Ja, du hast wunderschöne Dinge. Ich kann sie mir nicht leisten. Tschüss. War schön hier. 21.000, so süß. Wow, Sie sind es. Ja, ich bin's. Hi. Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Bitte sehr. Ich bin so fame. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Ha, daran könnte ich mich gewöhnen. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien.
Brauchen Sie Vorräte? Welche Kolonien meinen Sie? Oh, mein Fehler, Erdenclan. Ich dachte, ist ja auch egal. Feros? Noveria? Wenn Sie noch nicht von denen gehört haben, werden Sie es bald. Aber woher Sie auch kommen, meine Waren stehen jedem zur Verfügung. Tu es besser, der Typ nervt noch öfters. Ja, ist mein größter Fan! Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Ja, 80.000. Oh, guck mal, das kann ich mir leisten. Okay. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Mhm. Keeper. Irgendwann schaffe ich es, mit einem zu reden. Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. Normalerweise könnt ihr Menschen keinen Turianer vom anderen unterscheiden. Hä? Die sehen doch alle anders aus. Bekomme ich nun mein Geld zurück oder nicht? Haben Sie eine Quittung dabei? Was? Nein, ich habe keine bekommen. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Aber... ich kann Ihnen nicht helfen. Tja. Immer auf eine Quittung bestehen. Ui. Ist das eine große Stadt? Das Gespräch wird noch so gut. Ah, unterhalten die sich öfters? Bei manchen Asari ist die Unterscheidung schon schwerer. Die sind schwieriger zu unterscheiden, ja. Keine Stadt, eine Raumstation. Eine Stadt auf einer Raumstation. Bill. Ich rede noch länger miteinander. Geil. Muss ich jetzt wieder zurückgehen? Commander Shepard? Hallo, Commander Shepard? Wo? Von Commander Shepard habe ich gehört. Voll gut. Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Sie ist Reporterin, oder? Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Laut Ihrer Akte haben Sie Akuse überlebt, während alle anderen Ihrer Einheit getötet wurden. Wenn jemand die übelsten Elemente auf der Zitadelle finden und das überleben kann, sind sie das. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Keine Versprechen, aber wenn ich etwas mit Bezug auf Ihre Story finde, melde ich mich. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Ja, mal gucken. Sie ist cool. Weg war sie. Ganz schön riesig. Ist das Ihre professionelle Einschätzung, Sir?
Das ist keine Station, das ist eine komplette Stadt. Hier müssen Millionen leben. Es ist doch utopisch, den Überblick zu behalten, wer die Station verlässt oder betritt. Jump Zero sieht dagegen aus wie ein Wohnklo. Und es ist die größte Raumstation der Allianz. Jump Zero war riesig. Aber das hier ist noch eine andere Liga. Man sieht sich nur diese Bezirke an. Wie schaffen die das nur, dass diese Massen nicht auseinanderfallen? Schmelztiegel kommt mir bekannt vor. War bei Destiny, oder? Der Rat vertritt mehr Rassen, als ich dachte. Kein Wunder, dass sie vorsichtig mit Neuankömmlingen sind. Vielleicht wollen sie einfach nur alles am Laufen halten. Es muss harte Arbeit sein, all diese Kulturen miteinander zu vereinen. Vielleicht mögen sie auch nur keine Menschen. Was gibt's da nicht zum Mögen? Wir haben Ozeane, wunderschöne Frauen und dieses Gefühl namens Liebe. Gemäß der alten Videos haben wir alles, was sie haben wollen. Wenn man's von der Seite sieht, gibt's keinen Grund, sie nicht zu mögen. Ich meine uns, Menschen, Man. Sie haben nicht oft Landurlaub, was, Lieutenant? Lachen Sie ruhig, Chief. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, Alenko, aber wir sind im Dienst. Jawohl, Ma'am. Ich übernehme die Nachhut, Ma'am. Lustig. La 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 da 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 da. Wo geht's da hin? Zum Präsidium. Nö. Oder? Nein. Bleib erst hier. Sicherheitsakademie. Oh, ich dachte, ich kann noch mal rausgucken. Schade. Zu Klinik. Aha. Aha. Keeper. Oh. Okay, auf zur Klinik. Hallo. Erste-Hilfe-Station. Medikel aufstocken. Juhu, danke schön. Hallo, Commander. Ich bin Dr. Chloe Michelle. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. 420.000. Okay. Mag nicht mehr. Den Kampfanzug eingearbeitete Spezialmikroprozessoren überwachen Körperfunktionen und setzen bei Bedarf eine kleine Dosis Medikill frei. Kaufen. Kaufen. Achso. Das ist halt ein Stufe 8 Upgrade. Ja, will ich haben. Ich muss jetzt wohl Geld farmen. Okay. Ich arbeite auf der Krankenstation. Das passt schon. Euer Eindämmungssystem? Was? 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 Wo? Oh. Okay. Es ist ziemlich wenig los auf der Krankenstation. Präsidium. Miep, miep. Schmied ist ein komischer roter Gang. Oh, von da kommen wir. Aha, okay. Da wollte ich hin, ins Flux. Ja, ich hab's gefunden. Hm.
Schön, hier noch einen Menschen zu sehen. Mir sind die Hände gebunden, Rita. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber sie will nicht. Ich weiß, ich weiß. Ich werde versuchen, ihr ein wenig Vernunft beizubringen. Seien Sie vorsichtig. Sie wissen, wie dickköpfig Ihre Schwester sein kann. Je mehr Sie drängen, desto weiter läuft sie weg. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Danke, Doran. Warum ist das vorbei? Dann ist wohl unser Stream zu Ende. Na, ich irre gleich wieder umher. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadell-Sicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie sie töten. Die Zitadell-Sicherheit wird sie doch beschützen. Sie können nicht immer auf sie aufpassen. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadell-Sicherheit? Nein, das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Saufen! Na, gefällt die Musik? Ja! Ist gut? Ist das ein Casino? Ja, unter anderem. Das ist auch ein Casino! Ja! Wir haben hier oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Casino! Was können Sie mir über die Schwestern sagen, die für Sie arbeiten? Nun, Jenna ist weg und arbeitet jetzt in Koras Nest. Jetzt macht sich ihre Schwester Rita Sorgen, dass sie in Gefahr sein könnte. Aber Jenna wird kaum ihre Meinung ändern. Sie ist ziemlich dickköpfig. Wenn sie zurückkommen will, ist sie herzlich willkommen. Die Kunden liebten sie. Sind Sie der Besitzer? Besitzer, Koch und Barkeeper. Ab und zu tanze ich auch, wenn es mich überkommt. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Auf Wiedersehen. Viel Spaß hier im Flux. Dankeschön. Los tanzen. Mensch, Shepard. Ich warte auf jemand anderes.